Hallöchen und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part von Punch-Out. Gar nicht wahr, es heißt immer noch Punch-Club. Wie komme ich denn mal auf Punch-Out? Alter, okay. Wir sind hier bei uns in der Bude, haben relativ wenig Kohle, uns geht's aber ganz gut, soweit ich das sehen kann. Trainiert sind wir auch ganz gut. Die Ausdauer können wir eigentlich noch ein bisschen hochhauen. Was haben wir denn zum Essen noch da? Gar nichts mehr, das habe ich mir gedacht. Okay, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal arbeiten. Böllern wir durch. Weil wir müssen uns wieder ausrüsten und wir müssen wieder... Okay, wir sind zu müde. Gehen wir mal kurz zur Muckibude. Ah, shit. Ja gut, es ist ein neuer Tag, ne? Können wir einen Übungskampf machen? Genug für heute, komm morgen wieder. Okay, alles klar. Anmelden, letzter Tag. Oder wir könnten kämpfen. Okay, wir sind gar nichts mehr. Wir sind weder verliebt, wir haben keine Drogen mehr intus. Wir haben wirklich nichts mehr. Jetzt gehen wir erstmal hier zum Supermarkt. Sei gegrüßt, mein Held! Okay. Boah, 40 haben wir noch. Krass. Okay, dann gehen wir hier mal hin und legen uns schlafen. Ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn. Ei, okay. Jetzt gehen wir noch kurz in den Supermarkt. Obwohl. Nee, wir bleiben hier. Gönnen uns mal eins und legen uns wieder pennen. So. Perfekt. Einmal. Das ist halt schwierig einzuschätzen. Egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall arbeiten. Nee, machen wir nicht. Wir gehen zur Muckibude und fahren aber mit dem Bus. Sonst reicht es nicht mehr für heute. Und machen einen Übungskampf. Weil wir brauchen ja unbedingt die Medaillen, damit wir skillen können. Sonst bringt uns das nichts. Wir müssen echt daran denken, die Übungskämpfe regelmäßig zu machen. Ups, das ist auch gar nicht schlimm, wenn wir im Rang fallen, weil dann können wir immer wieder neu kämpfen gegen die Leute. Das ist ganz gut so. 16er Kombo, 22er Kombo, Alter. Wir sind echt fit, ey. Boah, 17, Alter. 18, ungebolzt. Und wir haben immer noch volle Energie, also... Nice, nochmal umgebolzt. Und komm, ein Schlag noch treffen. Ah, schade. Ah, schade. Egal, wir haben 3 bekommen. Wie viel brauchen wir denn? Und was wollten wir denn als nächstes, ne? Kühlen Kopf. Das fällt nicht unter 8, das ist schon mal gut. Das fällt nicht unter 13. Das ist halt irgendwie schon blöd, dass die zwei nicht unter über 9 können. Zusätzliches Talent. Geschicklichkeitstraining. Ja. Ja, Talent 2. Der Cobra-Schlag, den finde ich ganz interessant. Ich weiß aber noch nicht. Kontrollierte Wut. Hast du 30% oder weniger Gesundheit, steigt dein Geschick um 30%. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Nicht unter 4 Ausdauerläufe. Dauerläufe. Ich
glaube, ich muss Weg der Schildkröte auch noch freischalten. Sinkt nicht unter 8. Boah, bis wir das haben, Alter. Oh, das dauert ja Ewigkeiten. Shit. Naja, okay. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt gehen wir mit dem Bus zur Arbeit. Und pumpen. Müssen wieder. Na, schade, wegen einem Punkt. Wenn wir einen Übungskampf nochmal machen, können wir machen. Ja, dann böllern wir doch den nochmal um. Ich habe mich doch über den Amateurliga-Ring beschwert. Ich glaube, letzte Aufnahme war das. Jetzt guckt euch mal den an, der sieht genauso aus. Ist auch so ein Ranzring. Ah, diesmal hält er ganz gut mit. Ja, gut. Mehr oder weniger. Wir haben das Doppelte an Leben und das Doppelte an Energie, aber hey, er hält gut mit. You win. Nice. 3 bekommen wir, 18 haben wir, 19 brauchen wir. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir mal mit dem Bus heim. Ja, obwohl, das lohnt sich ja gar nicht. Ich glaube, ich esse erstmal eins. Zack. Jetzt pennen wir mal. So. Zweimal essen. Jetzt heute können wir kämpfen. Ne, wir lassen es lieber mal. Gehen zu Fuß hin. Die Zeit ist jetzt mal wurscht. Ich will nur mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Dass wir ohne Probleme ein paar Tage trainieren können. Den nächsten Übungskampf. Sehr gut, wir böllern den runter ohne Probleme. Ja, können wir direkt so weitermachen. So. Na? Ja, komm. Perfekt. Gut, win. 3 bekommen wir. 21 haben wir. Jetzt könnten wir eigentlich wieder skillen. Nur die Frage ist, was? Kickdropper. Schaden, den du mit Dritten verursachst, ist höher. Geschicklichkeit. Ich kann auf das gar nicht gehen. Ich müsste hier komplett durchgehen. Schlaghagel. Und das interessiert mich eigentlich gar nicht, ganz ehrlich. Nicht unter 13. Das ist, wäre halt schon geil. Es wäre halt schon geil, ne? Sollen wir den Kickdropper nehmen? Ich weiß nicht. Oder sollen wir jetzt mal hier weiter skillen? Auf hoher Schlag und dann Dauerläufer erstmal.
So. Okay. Scheiß drauf. Wir brauchen das auch. Ganz ehrlich, Leute. Wir müssen jetzt mal der Schildkröte gehen. Weil sonst wird das nichts. Ich sag's euch gleich, so wie es ist. Gut. Und weiter geht's. Okay. Jetzt gehen wir nach Hause. Gehen wir zu Fuß. Nö, ich glaube, jetzt können wir mal so pennen gehen. Zweimal essen und ab die Post auf die Arbeit. Oh. Hallo? Hm, komisch. Okay. So. Gehen wir zu Fuß hin. Nice, 17er Kombo, 21er Kombo. Oh, da hat er einen Zweier zurückgeschlagen, das ist ja nett. Wir kämpfen so direkt weiter. Nice, umgebolzt. Gut, easy win. Kriegen wir wieder 3. Perfekt. Nee, wir kämpfen nicht. Wir kämpfen nicht und sind bei Tag 100 angelangt. Wir arbeiten lieber noch ein bisschen. Gut. So, jetzt gehen wir zum Supermarkt. Heute habe ich keine Bösewicht im Angebot. Ja, komm. Laber mich nicht voll. So, 2 Pizzen noch. Okay, gehen wir nochmal hier zu dem Freund hier. Können wir mit dem wieder einen Übungskampf machen? Das geht schon zügig. Das geht schon nicht schlecht. Ist zwar ein bisschen zeitaufwendig. Also, es geht zügig, aber es ist trotzdem ein bisschen zeitaufwendig. Bis man dorthin kommt, was man erreichen will. Direkt die weiter. So, sehr gut. So. Würde ich sagen, wir gehen nach Hause. Und wir pennen. So. Können wir ein bisschen arbeiten.
Gut. So, perfekt. So, easy. Sehr gut. So. Jetzt können wir ja weitermachen. Heute können wir kämpfen, aber wir lassen es lieber. Können wir heute wieder... Ne, genug für heute, okay. So, perfekt. Gehen wir erst zur Muckibude. Machen hier direkt nochmal den Übungskampf. Und kämpfen. Dass wir das letzte Mal einen Übungskampf verloren haben, ist ja auch schon ein paar Tage her, unglaublich, ne? Wenn man so überlegt. So. Ja. Sehr gut. Das war's. Super, ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt noch die Arbeit fertig. Also wir arbeiten jetzt noch die Tage. Und ab die Post. Genau, wir arbeiten uns jetzt noch hoch. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder trainieren und konzentrieren uns wieder ein Stück weit auf die Karriere. Ist halt blöd, wenn man das immer so versetzt machen muss. Wenn man immer arbeiten muss und dann wieder ein Stück weit trainiert, dann verliert man halt echt viel und das ist echt doof. Aber ich glaube, mit dem Verliebtsein und allem Möglichen geht das ganz gut. Ohne Probleme umgebolzt. Komm, schaffen wir nochmal. Und
Oh, schade. Egal. 17, perfekt.